Vor wenigen Wochen habe ich euch die 10 gefährlichsten Menschen der Welt nach Opferzahl vorgestellt. Diese Liste ignoriert aber Politiker, Regierungsangestellte und Ärzte. Und der Mann, über den wir heute sprechen, hat nicht nur viele Opfer, sondern auch eine einzigartige Position gehabt, durch die er mit seinen Taten sehr lange davonkommen konnte. Das ist der Fall von Harold Shipman. Unser heutiger Fall führt uns ins Vereinigte Königreich, genauer gesagt nach England. In Nottingham wurde dort am 14. Januar 1946 ein Mann namens Harold Shipman geboren. Shipman war das zweite von 3 Kindern von Harold Frederick Shipman, einem LKW-Fahrer, und Vera Shipman. Die Familie von Shipman war gläubige Mitglieder der Methodistenkirche. Als Shipman 17 Jahre alt war, verstarb seine Mutter an Lungenkrebs am 21. Juni 1963. Für ihn war dies ein schwerer Schlag, denn er stand seiner Mutter besonders nahe und war in allen Phasen der Krankheit an ihrer Seite. Erst bei den Krankenhausbesuchen und später, als Vera zu Hause blieb und sich von einem Arzt Morphium verabreichen ließ. Interessanterweise findet man in den Taten von Shipman später Parallelen genau zu diesen Beobachtungen. Vor allem das Morphium wird noch eine tragende Rolle spielen. Als er dann erwachsen war, fing er selbst an der Leeds School of Medicine Medizin zu studieren. Er lernte dabei außerdem eine Frau namens Primrose Oxterby kennen, die er am 5. November 1966 auch heiraten und mit ihr 4 Kinder bekommen sollte. Als die beiden heirateten, war Shipman 19 Jahre alt und Primrose 17. Sie war bereits im 5. Monat schwanger zum Zeitpunkt der Trauung. Im Jahr 1970 machte Shipman dann seinen Abschluss. Danach fing er an, in Pontefract in einem Krankenhaus anzuarbeiten. 4 Jahre später trat er seine erste Stelle als Allgemeinmediziner im Abraham Ormrod Medical Center in Todmorden an. Im Jahr 1975 wurde Shipman dann dabei erwischt, als er ein Rezept fälschte, um an Petidin zu kommen. Petidin ist ein Schmerzmittel, was eine gewisse chemische strukturelle Ähnlichkeit zu Morphin aufweist, jedoch weit weniger potent. Shipman hatte als Kind gesehen, wie Morphium seiner Mutter die Schmerzen nahm, und nun wollte er es mit gefälschten Rezepten selber verschreiben. Er bekam daraufhin eine Geldstrafe von 600 Pfund und musste eine Rehabilitationsklinik in York besuchen. Im Jahr 1977 arbeitete er dann als Hausarzt im Donnybrook Medical Center in Manchester. Nach außen schien Shipmans Karriere ganz normal weiterzulaufen. In den 80er Jahren arbeitete er als Allgemeinmediziner in Hyde und wurde dort sogar für den Dokumentationsfilm World in Action interviewt. Im Jahr 1993 eröffnete er seine eigene Praxis in der Market Street 21. In der Gemeinde galt er als toller Arzt und die Menschen vertrauten ihm. Doch über die Jahre fielen dann einigen Menschen aus der Gegend auf, dass erstaunlich viele Patienten von Shipman ihr Leben verloren hatten, nachdem er sie besucht hatte. Zum Beispiel im Jahr 1998, als er eine 81-jährige Frau namens Kathleen Grundy besucht hatte, die nur wenige Stunden nach seinem Besuch plötzlich tot war. Was das Ganze noch merkwürdiger machte, war, dass ihr Testament erst vor kurzem geändert wurde, sodass Shipman im Fall ihres Ablebens ein Erbe in Höhe von 400.000 Pfund bekommen würde. Shipman sagte danach zusätzlich noch, dass keine Autopsie nötig sei. Einer der Menschen, denen das auffiel, war der örtliche Bestatter. Die meisten Menschen, die Shipman besucht hatte, waren vollständig bekleidet und aufrecht sitzend auf einem Sofa, als man sie fand. Als der Bestatter Shipman darauf ansprach, sagte dieser nur, dass es keinen Grund zur Sorge gäbe. Eine Kollegin von Shipman, Dr. Susan Booth, fand die Ähnlichkeiten zwischen den Patienten zu beunruhigend, weshalb sie die örtliche Gerichtsmedizin darüber informierte, die dann die Polizei einschaltete. Es wurden also die Überreste von Kathleen Grundy exhumiert, denn auch die Tochter sagte, dass es ihrer Mutter eigentlich gut ging. Die Autopsie ergab dann, dass jemand Kathleen große Dosen von Diamorphin gegeben hatte. Ein Schmerzmittel, das eigentlich nur für Krebspatienten im Endstadium benutzt wird. Shipman sagte daraufhin, dass Kathleen diamorphinsüchtig gewesen sei und versuchte dies mit einem Tagebucheintrag auf seinem PC zu beweisen.
Durch Ermittlungen konnte dann aber festgestellt werden, dass Shipman diesen Eintrag erst nach dem Tod von Kathleen geschrieben hatte. Aufgrund dessen wurde Shipman am 7. September 1998 verhaftet und es wurde festgestellt, dass er die Schreibmaschine besaß, mit der auch das Testament von Kathleen geschrieben wurde. Warum Shipman das Testament fälschte, ist bis heute nicht ganz klar. Einige Experten gehen davon aus, dass Shipman erwischt werden wollte, weil er Angst hatte, dass er die Kontrolle über sein Leben verloren hatte. Andere Experten glauben aber, dass er mit dem Geld in den Ruhestand gehen wollte und aus England fliehen wollte. Da unter seiner Obhut sehr viele Patienten das Leben verloren hatten, nahm die Polizei sich stichprobenartig 15 weitere Fälle vor. Bei allen fanden sie heraus, dass Shipman die Dosis an Diamorphin extrem erhöhte, obwohl es den Patienten gut ging, danach die Sterbeurkunde unterschrieb und die Krankenakte fälschte. Oft riet er den Hinterbliebenen dann auch zu einer Verbrennung, damit alle Beweise vernichtet werden würden. Dass die Krankenakten gefälscht waren, konnte ganz leicht bewiesen werden. Jedes Mal, wenn eine Änderung vorgenommen wurde, wurde diese Änderung mit einem Datum auf dem Computer gespeichert. Shipman wusste dies nicht, aber so konnten Ermittler dann sehen, dass er in allen Fällen die Akten nachträglich angepasst hatte. Nach weiteren Exhumierungen und Autopsien wurde Shipman in 15 Fällen angeklagt. Der Prozess gegen ihn begann dann am 5. Oktober 1999. Die Verteidigung von Shipman versuchte den Prozess aufzuteilen in drei Phasen. Sie wollten, dass die Fälle mit physischen Beweisen, die ohne Beweise und der Fall von Kathleen gesondert vor Gericht getragen werden. Dies wurde allerdings abgelehnt, weshalb alles in einem Prozess durchgeführt wurde. Laut der Staatsanwaltschaft hatte Shipman großes Vergnügen daran, die Kontrolle über Leben und Tod zu haben. Shipman versuchte im Prozess damit zu argumentieren, dass er dies aus Mitgefühl machte, denn die Opfer seien alle schwer krank gewesen. Da es aber mehr Beweise dafür gab, dass sie vorher relativ gesund waren, wurde diese Behauptung zurückgewiesen. Weitere Beweise waren dann die gefälschten Akten und das Testament. Durch einen Experten konnte herausgefunden werden, dass die Unterschrift auf dem Testament ebenfalls von Shipman hergestellt wurde. Kathleen Grundy hatte das Testament nie selbst in der Hand gehabt. Bei manchen Opfern war er sogar noch vor Ort, als sie verstarben. Shipman tat dann so, als würde er den Notruf wählen, jedoch zeigten seine Telefonaufzeichnungen, dass er nie wirklich wählte, sondern nur so tat, bis er sich sicher war, dass seine Opfer nicht mehr am Leben waren. Als letzten Beweis wurde dann sein Morphiumlager offengelegt. Er hortete extrem viel Medikamente, verschrieb jedem Opfer viel zu viel Morphium und nachdem die Opfer verstorben waren, ging er in die Wohnung, um die unbenutzten Medikamente wieder abzuholen. Vor Gericht wechselte Shipman dann ständig seine Geschichte und er wirkte sehr distanziert und arrogant. Die Geschworenen zogen sich dann zurück und befanden ihn einstimmig in allen Anklagepunkten für schuldig. Er wurde am 31. Januar 2000 in 15 Fällen schuldig gesprochen. Shipman wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Die Strafe sollte er im Durham-Gefängnis absetzen. Der Professor Richard Baker von der Universität Leicester führte dann eine klinische Prüfung durch. Dabei wollte er die Anzahl und das Muster der Todesfälle in Shipmans Praxis mit der von anderen Ärzten abgleichen. Dabei fand er heraus, dass die Sterberate bei Shipman deutlich höher war und diese sich zu bestimmten Tageszeiten häufte. Die Prüfung ging davon aus, dass Shipman in einem Zeitraum von 24 Jahren für den Tod von mindestens 236 Patienten verantwortlich gewesen sein könnte. 11 Tage nach seiner Inhaftierung wurde Shipman vom medizinischen Register gelöscht. Im Gefängnis wurde Shipman der beste Freund des Serientäters Peter Moore. Er stritt weiterhin alles ab und behauptete, dass er unschuldig sei. Auch seine Frau Primrose glaubte dies. Shipman ist bis heute der einzige britische Arzt, der jemals wegen der Tat an einem eigenen Patienten schuldig gesprochen wurde. Eine weitere unabhängige Untersuchung stellte dann den Verdacht aus, dass Shipman wahrscheinlich an 218 Fällen beteiligt war. In dieser Studie spekulierte man darauf, dass Shipman süchtig war nach den Taten.
Sein erstes Opfer soll laut dieser Untersuchung die 67-jährige Margaret Thompson gewesen sein, die im März 1971 ihr Leben verloren hatte, nur wenige Monate nachdem Shipman angefangen hatte, als Mediziner zu arbeiten. Die genaue Anzahl der Opfer ist bis heute nicht bekannt und wird wohl nie hundertprozentig nachgewiesen werden können. Im Jahr 2003 wurde Shipman in das Wakefield-Gefängnis verlegt, da dort der Besuch seiner Familie leichter war. Am 13. Januar 2004, einen Tag vor Shipmans 58. Geburtstag, wurde er leblos in seiner Zelle gefunden. Er hatte sich mit einem Laken selbst das Leben genommen. Die Familien der Opfer waren sehr wütend deshalb, weil sie so nie ein Geständnis bekamen und das Gefühl hatten, dass er sich aus der Affäre gezogen hatte. Shipman selbst hatte kurz davor noch erzählt, dass er darüber nachdenken würde, sich das eigene Leben zu nehmen, da seine Frau nur so die volle Pension erhalten würde. Später versuchte man auch die Ärzte zu verklagen, die für die Verbrennung der Opfer zuständig waren, da ihnen hätte auffallen müssen, dass Shipman eine extrem hohe Todesrate hatte, jedoch wurden all diese freigesprochen. Auch fand man heraus, dass Shipman wahrscheinlich Schmuck von seinen Opfern gestohlen hatte. Der Schmuck im Wert von 10.000 Pfund wurde in der Garage von Shipman gefunden und an die Familie der Opfer zurückgegeben. In den Medien nannte man ihn nur noch den Engel des Todes. Bis heute konnten 284 Taten bestätigt werden. Lasst gerne einen Kommentar für den Algorithmus da, was ihr von diesem Fall haltet, und abonniert den Kanal gerne, um keine Videos zu verpassen. Gute Nacht und bleibt gesund.